Auf Geschehen. jeden Fall, das ist ein Riesenunterschied, gebe ich dir recht. Da ist wirklich viel passiert. Aha. Auch bei mir, also kann ich So. mich selber nehmen auch. Siehst du, und Ja. jetzt gibt es mehr Menschen, die dann sagen, ja, da kann ich mitgehen. Und das ist es, was ich meine. Jetzt Das ist probiere ich der aber erstmal Wandel, was in dem wir aus, sind. auch die Bereitschaft, sich weil dafür zu öffnen und das anzunehmen. Undine oder Ja. wie Der die alte hieß es Voraussetzung. Die bei Bereitschaft ist ja der 50 Sinneswandel. Prozent. Du kannst nicht bereit sein ohne Das kann ich mir nicht Sinneswandel. Denn kriegen. dann bist du nicht bereit, dann erzählst du mir bla bla bla. Du plapperst irgendwas nach, aber du fühlst es nicht. Ja. Genau, und das muss ja in dir, muss Bei es ja wirklich, das 54. muss ja du sein. Überzeugung, Setzt die ja, du dann musst, einfach ja. mal. Sonst bringt es nichts. Sonst wirst du Weil, umfallen bei der wäre schön, ersten wenn das kleinen die wieder das Magie Einzige. erhöht. Ja, Die genau, sehr Einzige. gut, ja. Du musst wissen, dass du da nicht mehr zurück willst. Du willst in diese alte Welt nicht mehr zurück. Weil wenn das die Magie erhöht, wäre Und die Menschen, das die noch an dieser extrem. alten Welt Wünsche festhalten, mich das. die sehen wir doch. Die halten ja noch an dieser alten Welt fest. Und ich Ganz genau. spreche jetzt nicht von den sogenannten Bösewichtern, die wir da als Protagonisten sehen, sondern von ganz normalen Menschen, wie du und ich, mit denen du dich unterhalten kannst, die einfach völlig im Narrativ drin sind und sagen, nein, 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 nein. Das kann mannigfaltige Gründe haben. Die können Angst haben, ja, da kann ich nicht loslassen, weil ich weiß nicht, wo die Reise Ja. hingeht. Das kann alles Mögliche sein. Aber sie sind noch mit dem, Also. was sie da in So, ihrem Denken verhaftet haben, mit der alten Welt verhaftet. Und Ah das ja. ist der sogenannte alte Nährboden. Die Energien, die wir in den letzten Jahrtausenden hier auf diesem Planeten hatten. Das Zeitalter von Kali Yuga, der Spaltung. Das ist unsere Schulung, die wir als Menschen durchlebt Da sind haben. wir durchgegangen, ja. Und jetzt kannst du rekapitulieren, du siehst doch, die Menschheitsgeschichte ist doch voller Kriege. Zumindest aus dieser Zeitepoche. Was vor dieser Zeitepoche war, das scheinen wir ja nicht zu wissen. Richtig, Da ja. erzählt man uns, da gibt es nichts. Ich behaupte, da gibt es Wer was. ist noch mehr als heute noch gar Nochmal. nicht da ist, ja. Ja, aber da kann Ich man muss jetzt im alles Moment nur löschen. vermuten, solange man nicht dabei war. Aber aus der Geschichte heraus wissen wir, dass doch die ganze Zeit in diesem Kali-Yuga-Zeitalter überall auf der Welt auch Stämme Konflikte, untereinander, ja. Nationen und unter Familien. Die Bibel ist voll im Ersten Testament. Ja, da wird dann nur geschlachtet. Wie viel da getötet wird, der eine tötet den, der tötet den und hauptsächlich Juden, die sich untereinander die So. Köpfe wegradieren. Ja? 90. Da siehst du doch, dass der Mensch da einen Lernprozess durchmacht, aus meiner Sicht. Aber der hat doch lange gedauert, weil überleg mal, wie lange diese Kriege sich immer wieder weiter entfaltet haben. Und jetzt sind wir an diesem Wendepunkt schon seit einiger Zeit, einigen Jahren, wo wir in das neue Zeitalter gehen, den neuen Nährboden. Der alte wird immer unfruchtbarer. Der wird nicht unfruchtbarer, der ist da, aber das ist der alte. Und der alte Boden, der kann nicht in die neue Welt übertragen werden. Der ist da. Das ist die alte Energie. Ja, Aber die frische neue Schweineteuer. Energie, die den neuen Nährboden gibt, die ist Ich schiebe parallel noch da. mal kurz zurück. Kannst So du geht dich das denn, erinnern, ich ja? habe letztens Mein doch von kleines zwei Experiment. Zeitlinien gesprochen. Wenn man von Zeitlinien spricht, die sind im Effektiver. Prinzip so, das ist das Kali-Yuga-Zeitalter. Höfisch. Ja? Um das Sollte, jetzt mal müsste, simpel könnte. runterzubrechen. Und jetzt kommt kontinuierlich eine neue Energie, die dockt hier erstmal noch in den Übergang an. Ja, muss sie Wenn das ja. Trainieren von den. Dockt sie an und dann geht sie hier weiter. Hier ist die alte Energie, die One night verschwindet is hier runter und hier 15. ist die neue. Und hier die Menschen, die jetzt hier zwischen Von der sind, Magie die können sich hilft entscheiden, okay. Gehen gehen Sie sie mit mit? der Welle mit oder bleiben sie in Wish der I could alten use Welt. magic. How come you guys get to Und do die all that alte cool Welle ist stuff? zum Untergang verurteilt. I didn't realize you couldn't use Sie magic ganz as the genau. wielder of the Hier mana Menschen, die weapons. bleiben Jahre in Don't worry, Zeitfenstern man we can jetzt clean da up noch all those annoying definieren enemies will. for you. Das wäre ja zu But viel I wanted to verlangt. clean up Das enemies too. müsste man als Mensch ja, müsste man hell Don't sehen. pout. I'll cast some magic on your Dass weapon es to ein make you feel Zeitfenster better. hat, ist ohne Frage. Yeah, as long as we help Aber each other out, we'll be in. diese What a nice exponentielle sentiment. Beschleunigung, Leave the von der ich healing to immer me. spreche, die ist da. Good thing you didn't get diese attack magic, exponentielle sis. Beschleunigung betrifft What? uns, What? also If you Menschen, use too aus much meiner strong Sicht magic, you'll betrachtet, turn into a scary witch for sure. die sich mit einer anderen And Welt here I thought you were being nice. definieren wollen, in einer I take anderen back Welt, everything I das said, but Alte als come on, völlig cut them. alt Oh, ansehen und you're sagen, going to das will take ich their nicht, side? See if ohne I es heal nur you zu either. verurteilen und zu sagen, Oh hast man. und
Negativität. Nee, hinter sich lassen. Einfach nur sagen, Schluss, das ist es nicht, das will ich nicht, weg. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel in unserem menschlichen Dasein. Schau mal, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Wenn man sich selber betrachtet, wenn man auf sich selber reflektiert, wenn du dich fragst, wie warst du vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren? Klar, gibt es Zeitfenster, gerade in die Jugend betrachtet, da ist man ja in einer extremen Entwicklungsphase. Da scheint man sich ja kontinuierlich zu verändern. Mhm. Da werden auch Geschmäcker geformt. Da magst du dies, da magst du das. Da wirst du ja auch von dem System am meisten indoktriniert. Da ist ja die Schulung schon in der Schule dafür da, dass du diesen Blödsinn schluckst, den man dir hier in den Mainstream verkauft. Das ist nur nebenbei erwähnt. Mhm. Aber wenn du anfängst, selber in deiner Entwicklung, der Vorbildung, in der wir hier sind, in der dreidimensionalen Welt, anfängst, an dir zu arbeiten, nicht mehr alles zu schlucken und einfach runter zu verdauen, sondern zu selektieren und zu sagen, nee, das ist mir zu dünn, nein, das ist es nicht, das will ich nicht. Und dann auch in dich selber guckst, dann siehst du zum Beispiel, wie du sie gemacht hast, und dann kannst du dich fragen, solltest dich auch fragen, war das, was ich da zu der Zeit gemacht habe, richtig oder falsch, aus der jetzigen Sicht betrachtet. Und dann hast du, wenn du ehrlich mit dir selber bist, doch die Möglichkeit abzuwägen und zu sagen, das war richtig oder das war falsch. Das war gut oder das war schlecht. Immer aus der Sicht. Das ist einfach nur stärker. Ja, ja, aus dem jetzigen. Aus dem jetzigen. Ja. Ein Jahr später ist wieder ein Jahr später. Dann kannst du wieder die Betrachtung anstellen und dann feststellen, vielleicht ist es dann wieder anders. Ja. Aber was der entscheidende Punkt ist, du musst loslassen von dem, was du warst, was du nicht mehr bist. Wenn du das mit dir rumschleppst, also haderst damit oder irgendwie, dann hast du dich nicht verändert. Oh ja. Ja. Dann hast du nur darüber philosophiert. Aber du hast keine Veränderung und damit hast du immer noch das Karma. Du schleppst das Karma mit dir rum. Tricky, die Geschichte. Wenn man das verstanden hat, du kannst nur Vergebung erlangen durch dich selbst. Gott gibt dir keine Vergebung. Gott bevorzugt niemanden. Kein Volk, kein Mann, kein Nichts. Keine Frau, kein Kind, kein Tier, keine Pflanze. Gott lässt nur Gedanken und den freien Willen zu. Sonst hättest du keinen freien Willen. Genau. Ja. Also bist du mit all deinen Krankheiten, auch mit deinen guten Taten, selbst verantwortlich. Wenn du selber nicht dein Richter bist und dich selber von denen löst, das heißt, dir selbst vergeben kannst, dann bist du noch mit Karma und Schuld verhaftet, die wird dich treffen. Diese Schuld, dieses Karma wird dich treffen, wenn du nicht loslässt. Loslassen bedeutet aber, dass es nicht mehr ein Teil von dir ist. Weil wenn du nur geistig sagst, ich vergebe mir, mia culpa. Ja. Dass nichts passiert. Genau. Der gleiche Müll in dir dran. Ich verstehe genau, was du meinst. Ja. Es muss von dir abfallen und darum ist vergeben. Was ist ein Vergeben? Genau. Ja. Aber du gibst es nicht in anderen, sondern du vergibst. Es ist fallen, ja. Genau. Ja. Aber einen anderen kannst du nicht vergeben. Ich kann die Schuld, die du aufgelastet hast, dir nicht vergeben. Weil du sie gar nicht hast, du kannst sie auch nicht wegtun. Das muss man selber machen. Ja? Ich kann zwar zu dir sagen, komm, was du da getan hast, ich kann dich nicht freuen. Ich schleppe es nicht mehr mit mir rum. Weder heute noch morgen, ist es vorbei. Aber in dir ist die Frage. Ich kann dir diese Schuld nicht vergeben. Du kannst sie dir selber nicht vergeben. Wenn du aber selber nur sagst, ich vergebe mir, in dir drin, hat sich nichts verändert. Dann ist alles noch da. Weißt du, was ich meine? Das ist die Entwicklung aus der Verwicklung, wo der Mensch anfängt, sich in eine höhere Sphäre zu entwickeln. Ja.
aus dem alten Muster verklebt zu sein, mit seinem alten Denken, mit seinem alten Handeln. Er muss es von sich aus mit freiem Willen loslassen. Dann ist es nicht mehr Teil von dir. Das ist, ich will es nur zur Klärung, weil es dann Missverständnis gibt. Also mein Verständnis ist vollkommen anderes, als wenn man sagt, ich entschuldige mich. Aber das ist eine ganz andere Ebene. Nur, dass ich da mich das nur differenziere. Ich vergebe mir, das ist ja eine ganz andere Aussage, als ich entschuldige mich. Ja, aber im Prinzip läuft das gleich wieder. Ja, bloß ich bin immer so, du kannst dich entschuldigen. Ja? Meiner Ansicht nach kannst du dich nicht entschuldigen. Weil ich will gerade sagen, du kannst dich entschuldigen, nur wenn du dir selbst vergeben hast. Ey, Pierre, du Scheiße. Ja gut, okay, das dann geht. Dann ist dich entschuldigt. Ja, ja. Dann trifft dich. Dann hast du es automatisch getan. Richtig, aber ja. Wie gesagt, das muss man richtig verstehen. Dann ist es nicht mehr ein Teil von dir. Dann würdest du es nie mehr tun, weil es einfach nicht mehr in dein ja. zu dir gehört. Das ist so wie ein Stück von deiner Kleidung. Oh, das scheint nicht ganz so interessant zu sein, den Zauber. Mehr, weg damit. Ich gehe nochmal zu den Zwergen. Und dann solange du aber nur sagst, ja, das verbraucht irgendwann mal, entschuldige mich, ist es da. Ja. Das ist die Entwicklung, die Bewusstseinsentfaltung, dass dein Bewusstsein auf ein höheres Niveau steigt und dein Geist damit sich wieder mehr und mehr mit der Schöpfung verbindet. Lass mich noch, weil wir ja mit Beginn des Videos bei dem angesprochen haben, die noch kurz anwenden zumindest oder noch kurz angehen. Das hat natürlich auch wieder passend auch mit Schuld zu tun, ja. Die Gentherapie, die gesundheitspolitischen Maßnahmen und Entscheidungen. Und es passiert ja immer noch, dass die Leute das auf sich geben. Also jetzt aktuell gegen Corona und. Und auch dieses kriecht so langsam, es ist wirklich so ein Kartenhaus zusammenfallen in Zeitlupe oder noch langsamer, so Frame für Frame, ja, also wirklich ganz super Zeitlupe, weil immer mehr Zweifel, immer mehr Fakten in den Mainstream laufen und wir wissen nicht genau, mRNA, was das wirklich macht. Ja, DNA und Programmierung ist alles irgendwie unklar, also ganz anders als vor 3 Jahren. Es ist alles bestens und so weiter. Ja. Und auch jetzt, auch wenn man jetzt nicht Hunderttausende von Menschen auf der Straße sieht, die möglicherweise ihren schlechteren Zustand auf die Impfung zurückführen. Sie gibt es, ich weiß es nicht, 100.000, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich will nur, ich habe kürzlich darüber ein Video gemacht, wenn man bei Google eingibt, seit der Impfung und dann vervollständigt Google ja die populärsten und meist eingegebenen Suchbegriffe bisher zu diesen 3 Worten. Seit der Impfung kommt halt ständig krank, ständig müde, Kopfschmerzen, immer erkältet, in verschiedenen Variationen. Sprich, es gibt viel mehr Menschen als jetzt diese offiziellen Impfgeschädigten, die vor Gericht gehen oder irgendwie öffentlich wurden, denen jetzt vielleicht jetzt nicht direkt so eine massive Schäden, wie es berichtet wird von anderen Menschen, aber deren Immunsystem offensichtlich extrem geschwächt ist, die nicht mehr richtig gesund werden, die dauernd irgendwie rumlaborieren und kränkeln, ja, jetzt gerade bei den Saison. Da kocht was hoch. Also naja, macht es ja schon die ganze Zeit, aber es scheint mir jetzt immer ein bisschen intensiver zu werden. Ja. Naja, also wir bringen jetzt ein weiteres Beispiel. Mich davor interessiert ja das Klima, jetzt haben wir die genau. Geschichten. Daran siehst du einfach mal, nur, dass wir einen Film sehen. Ein vor, weil, wenn du dich auf Google schon informieren kannst über solche Anlagen, normalerweise müsste man davon ausgehen, dass da gar nichts kommt oder Dinge ganz anders. Seit der Impfung geht es mir gut oder so. Ja, wunderbar, ist alles schön. Ja, ja habe ich mir auch gedacht, dass Google das überhaupt noch. Ja. Da siehst du schon wieder die Dinge. Aber du hast was eingegeben, ne? Du hast gesucht. Wer sucht, der findet. Und die Menschen, die sich jetzt noch impfen lassen, haben da sicherlich nichts eingegeben. Sonst würden sie sich nicht impfen lassen. Wir müssen immer unterscheiden zwischen denen, die es freiwillig tun und die mehr oder weniger genötigt werden. Wie zum Beispiel das Militär, was ja immer noch
Bundeswehr, Duldungspflicht, müssen? Ja, ich weiß nicht, wer sonst noch, aber da habe ich es schon öfter gehört, dass das der Fall ist. Es ist nach wie vor, das ist eine Impfpflicht. Also das wäre ja für mich schon der Grund, als Soldat zu sagen, no way, mich habt ihr verloren, ich bin nicht mehr bei euch. Da siehst du also, welche geistige Fähigkeit diese Menschen, die diesen Job haben, wirklich haben. Ja, ohne ihnen nahe treten zu wollen. Sie sind einfach nicht Herr ihrer Sinne. Ja, und auch nicht ihr eigener Chef. So, ja. Und jemand, der das jetzt macht, der jetzt da losspaziert und sich impfen lässt, wie viel Recht hat der nachher, jemand zu verklagen? Jetzt noch? Nee, das wird natürlich dünn. Gut. Also, ich meine, ja. Auch aus der geistigen Sicht. Ja. Also, wie viel Recht würdest du dem noch zubilligen, zu sagen, ja, jetzt darfst du also nicht verklagen? Muss ich mal versuchen, so viel zu zaubern, wie es geht. Du hast die Stellen schon hier und da gehört, deine Mutter, dein Vater oder deine Tante oder das ist Krimport, relativ schnell die Magie ausgehen. Da und dort. Hättest dich hier informieren können, da hättest du One night is 15 G. Alleine schon mit den Masken hättest du lösen können, wenn du die Maske kaufst, deine Ausanweisung. Dass die Maske alles andere als positiv geeignet, ja. Sogar noch schädlich. Mhm, ja. So, frag dich doch selbst, wie viel Recht hast du, andere zu verzaubern? Den zwei zu viel zaubern, wie es geht. Und dann, wenn du dann darunter leidest, Das ist aber das gleiche Prinzip, wie in dieser Welt zu leben, Dinge zu tun und sich dann zu fragen, oh, warum passiert mir denn das? Ach so. Wenn du in einem Rechtssystem glaubst, im Recht zu sein, das könnte tatsächlich jetzt wichtig und werden. Einen Job annimmst und dir Schmied. Alles in allen in diesem System ungefähr mit Einkommensteuer und allen anderen Steuern, die es so gibt, nachher für dich übrig bleiben. Welcome. What will it be? 40% wären, 30%. Und du immer noch freudestrahlend durch die Welt spazierst und glaubst, alles ist schön. Und hast immer noch nicht verstanden, dass man dich bestiehlt. Mhm. Dann, wie sollst du dich am Ende der Kette hinstellen und sagen, ah, ihr habt mich bestohlen. Du hast es doch zugelassen. Anything else? Wie oft haben wir beide schon in unserem Salongespräch darüber gesprochen, dass die Mehrwertsteuer einfach ein Verbrechen ist. Mhm. Ein offensichtliches Verbrechen. Weil das ist kein Mehrwert. Durch nichts begründet auch. Nicht wirklich begründet. Na, begründet ist es schon. Keine Walnuss. Aber begründet anything else? Aus dem Staat, aus den Staatsorganen, nicht aus der Bevölkerung. Die begründen ja. Ja. Ja, gut. Die begründen dir auch eine Ökosteuer. Die begründen dir auch, dass du dein Eigentum verpfänden sollst, weil man dir eine Abgabe. Ich muss zaubern. Begründen die dir alles. Ja. Aber du musst doch mit deinem Selbstverstand sagen, ne? Was passiert denn? Wenn du zum Beispiel siehst, dass Konzerne die Lebensmittelindustrie besitzen, Stell dir mal vor, nur mal rein logisch betrachtet, du würdest jetzt anstelle dieser großen Superkonzerne in der Stadt verteilt überall Geschäfte haben. Geschäfte, wo jemand dieses Geschäft führt, Besitzer ist und Menschen einstellt. Lebensmittel, Kleidung etc. Und diese Menschen würden jetzt in Lohn und Brot sein. Dann würden doch diese riesen Konzerngewinne jetzt verteilt sein auf die Menschen, die in Lohn und Brot sind. Die hätten ihre eigene Initiative, selbstständig zu sein und hätten ihre Mitarbeiter. Wenn sie die korrekt bezahlen, würden diese Milliardäre nicht existieren. Und warum können Milliardäre existieren als Milliardäre? Weil sie unverhältnismäßig viel Geld einnehmen in Verhältnis zu dem, was sie an Geld zahlen für die, die die Leistung bringen. Das ist eine ganz simple, logische Schlussfolgerung. Offensichtlich. Wenn sich jetzt diese kleinen Geschäfte alle zusammenfügen würden und würden ein großes Kaufhaus bauen oder sich einmieten, dann würden sie dort die Miete zahlen und der einzelne Konsument hat jetzt ein Haus, wo er die verschiedenen Geschäfte drin hat, die aber alle für sich ihren Teil verdienen und zahlen nur die Miete, die sie auch in einem anderen Haus zahlen würden, dem Eigentümer. Dem Hauseigentümer. Also nicht zu verwechseln mit einem Einkaufscenter, das sind nämlich auch alles Konzerne, die Filialisten da drin. Ja. Die
diesen Dorf jetzt ihre Filialen drin haben. Das sind alles Konzerne. Glück ein bisschen und weniger. Wenn du zum Beispiel die großen Supermärkte nimmst, die wir haben, dann gibt es doch alternative Supermärkte scheinbar. Ja, diese Bio und hier und da und dort. Das sind meiner Überzeugung nach von den gleichen. Ganz genau. Konzerne, damit die decken das auch noch ab. Ja. Ja, und sie nicht keine Kunden verlieren, genau. Ja, genau. Selbst wenn sie mit den einen oder anderen da einen Verlust machen würden. Das ist immer noch besser, als wenn sie eine Konkurrenz hätten, die ihnen das dann nachher streitig machen. Die sehen das auch nicht kritisch, weil es gibt einen kleinen Direktverwerter, zum Direktanbieter, Vermarkter. Geht zum Hofladen, sucht euch einen Bauern, mit dem ihr sprechen könnt. Und diese ganzen Lügen, die sie uns erzählen, ja, aber wir haben jetzt das alles globalisiert und dadurch kriegen wir das Preisgeld. Diese Preise könntest du genauso haben, wenn du das verteilt hast auf viele. Und sie würden auch von denen kaufen, wo die jetzt kaufen. Da würde genauso viel ankommen. Die Verteilung nachher, geht jemand auf den Markt und kauft ein. Und für seine Geschäfte. Ja, das ist ein ganz simples Prinzip. Das sind alles Lügen. So, aber wenn Menschen das nicht verstehen und dann darum argumentieren mit diesem Schwachsinn, den man uns erzählt im Mainstream. So wie man uns glaubhaft macht, jetzt alles ist schön, alles ist gut, wir müssen da durch. Und die Inflation ist da. Gleichzeitig steigen die Börsenwerte. Wir haben einen DAX von 17. Ja, das ist, oder 16, fast 17. Der ist die ganzen letzten Jahre geklettert in utopische Höhen. Normalerweise müsste das schon längst abstürzen. Ja, gut, da kann man sich einmal vielleicht auch und das Ganze ist viel. 100% manipulieren. Natürlich, nicht einwenden, das ist der Fall. Ja, ja. Denn sonst wäre das doch nicht so, weil meinst du, das ist real? Ja, der Goldpreis ist auch so. Alle Kurse sind manipuliert. Alle. Ja. Thomas, das System basiert auf Manipulation. Genau. Sonst würde es gar nicht funktionieren. Nein. Ja, aber das muss man wirken lassen. Ja. Man muss begreifen, dass du kontinuierlich bestohlen wirst. Dein ganzes Leben lang wirst du nicht Dieses nicht beleidigt werden, dieses absolut abgewertet werden, dieses es sind viele Faktoren. Aber jetzt stell dich mal in die Ecke von denen, die das initiieren. Haben sie nicht das Recht, uns zu beleidigen? Haben ja, sie nicht das Recht zu sagen, was bist du für ein Vollidiot? Naja, Recht will ich jetzt nicht sagen, aber... Recht betrachtet nicht aus der göttlichen Sicht, sondern aus der Sicht ihrer Wahrnehmung. Weil wir es zulassen. Wir sagen, machen doch mit! Ja, wenn wir es gerne haben, wir die ganze Zeit als Trottel in dieser Welt rumlaufen. Sagst du noch, du musst das machen, du musst dann, der schluckt alles. Und der bedankt sich noch, ja. Und was sollst du zu dem sagen? Ja. So, das... Aber das ist die Realität. Ja. Zauber. Ja, und da kommen wir wieder zurück zu unserem. Es ist nur schwieriger. Für Sie. Das wird immer schwieriger bei mehr und mehr Menschen. Und dann nein, nicht mehr mit mir. Da will ich nicht mehr. Erstmal, wie gesagt, was ich schon immer wieder in unseren Salongesprächen betone: erstmal kommt der Aufruhr des Wahnsinns. Dann kommt Ärger. Zu begreifen, dass das nicht Verschwörungstheorien sind. Sich aufregen, ja. Zu begreifen, dass das Geldsystem auf Lug und Trug basiert. Und dass das ganze System auf Lug und Trug basiert. Wenn man das anfängt zu verstehen, merkt man doch, dass man betrogen wird. Es gibt die Menschen, die wollen nicht so weit denken, weil sonst stellen sie sich ja als Depp für sich selber dar. Ja. Die können nicht über ihren Schatten denken und sagen, okay, haben sie ihr Leben lang was erzählen lassen. Ja. Genau. So wie ich hier auch sitzen kann, mit gutem Recht behaupten kann, ich habe mich auch erzählen lassen für lange Zeit. Und habe vieles von denen geschluckt, weil ich es einfach nicht weiter hinterfragt habe und für mich war okay, wie ich lebe. Dann hat alles noch einen Sinn gehabt und habe gedacht, ja, wird schon so sein. Ja. Da muss ich dann aber selber zu mir sagen, da warst du auf dem Holzweg. Ja. Und unaufmerksam und vollkommen blind. Ja. Genau.
Darum hat Jesus gesagt, sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Du hast mit deinen Augen, guckst und hörst mit deinen Ohren, aber du hörst nicht. Ja, das ist richtig. Ja. Wunderschön. Das ist für einige schwer zu schlucken. Ja, ja, klar. Weil also, das lustig ist, weil das Ego dann selber sagt, ja, nee, also das schließe ich mal für mich aus. Ja, ja. So, aber ja, da muss man drüber stehen und sich nicht selbst dafür verurteilen. Der und anfangen zu sagen, das kann ich ja nicht zugeben. Nein, warum denn? Der Mensch ist doch dafür da, zu lernen. Ich lerne doch auch. Jeden Tag kann ich dazu lernen. Mhm. Jeder von uns. Ich muss nur offen sein und lernen wollen. Ich möchte an der Stelle noch was für den Lernprozess sagen, weil ich gerade diesen Begriff erwähne. Es gibt in der spirituellen Denkweise ja verschiedenste Wege, die man gehen kann, um sich geistig frisch zu halten, sich zu entfalten, zu entwickeln, sein Bewusstsein zu erweitern. Dazu gehört Meditation und. Viele, viele verschiedene Möglichkeiten, die alle ihren Wert haben. Und es gab und gibt auch immer noch Menschen, die glauben, der Geist in dieser dreidimensionalen Welt ist der entscheidendste Punkt alleine und der Körper spielt keine Rolle. Der ist, den sollte man immer mehr verleugnen. Also das Prinzip von, ist ja alles Illusion, also ist mein Körper auch nur Ewusch irgendwie, ja. Und das halte ich für einen großen... Ja. Halte ich auch für, direkt vom ersten Anhören auf und für den Verfahren. Wir sollten verstehen, solange wir in dieser dreidimensionalen Welt leben, ist unser Körper der Transformator, den wir unbedingt brauchen, den wir mit unserem Geist, mit unserem Intellekt, der geistigen Führung vereinen müssen und in Harmonie bringen. Wenn du deinen Körper vollständig bewohnst, wenn du deinen Körper wieder fühlen kannst, links irgendwie so eine Bude, wenn du Wehwehchen deutlicher lokalisieren kannst, wäre der erste Schritt. In meiner Praxis des Tai Chi ist das die Grundlage, dass du den Körper erstmal wieder harmonisierst, in Flow bringst, in einen Ausgleich bringst, dass die Energie optimal fließen kann. Wenn das geschieht, dann findet ein Ausgleich statt zwischen deiner seelischen, physischen und geistigen Harmonie. Im Grunde die ist Voraussetzung dafür, dass du dich entwickeln kannst. Entfalten. Und gerade in der jetzigen Zeit, in der wir leben, sind diese Gedanken, das heißt, ich muss dieses mit Wissen darum unheimlich ganzen Scheiß ganz schön wichtig sparen. Und gleichzeitig natürlich dann auch positiv für deine Entfaltung, für die Entwicklung. Dass man aus diesem Irrsinn hier noch schneller bzw. unangetasteter in Negativität durch Positivität durchgeht. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass man den Körper nicht vernachlässigt, sondern den Körper mit integriert. Aber nicht nur in der rein physischen Welt zu sagen, ja, ich habe jetzt hier ein bisschen trainiert und ich habe jetzt einigermaßen gut gegessen. Nein, du musst dein Körperbewusstsein wieder fühlen. Du musst in deinem Körper zu Hause sein. Du musst auch ein Gefühl haben, in deinem Körper leben zu wollen. Ganz simpel ausgesprochen, es gibt viele Menschen, die haben ihr Körperbewusstsein verloren und fühlen sich in ihrem Körper eigentlich gar nicht mehr wohl. Fühlen sich in ihrer Haut unwohl. Das ist doch so ein schönes Sprichwort. Ja, aber es ist der Körper, nicht nur die Haut. Ja, aber als aber ich verstehe schon, als Hülle, ist, ja, was die Gummi gibt. Das ist eine Analogie dazu. Die machen dann verschiedenste Dinge. Nehmen Alkohol zu sich. Nehmen Nahrung zu sich. Und. Die sie vielleicht für diesen Moment, wo sie es zu sich nehmen, ein Gefühl von, das ist angenehm. Belohnung oder wie auch immer. Aber körperlich merken sie dann immer wieder die Folgen davon. Das heißt, der Körper reagiert darauf, der sagt, er hat seine körperliche Intelligenz, die dir durch Wehwehchen, die du denn hast, Magenverstimmung durch Ernährung, andere Symptome, die du durch Drogen
erzeugst, durch zu viel Alkohol, durch zu viel von dem oder dem. Jetzt noch eine Frage, wie viel? Ja, aber auch zu viel Stress, wie viel Verdruss. Das ist der geistige so Prozess. Ja. Das ist der geistige Prozess. Ich rede vom körperlichen Prozess. Ja, aber das prallt ja auch auf den Körper ab. 100%ig, es steht beides im Wechsel. Mhm. Aber im Moment rede ich davon, den körperlichen Aspekt sich wieder vor Augen zu halten. Dabei nicht den geistigen zu vernachlässigen. Der ist genauso wichtig im Verhältnis, ja, wie dass in Ernährung man das miteinander ja verbindet. Mhm. Aber zu begreifen, dass du in deinem Körper wieder dich ausfüllen musst, da sein musst, energetisch, geistig, das ist ein ganz wichtiger Prozess, in dem wir uns jetzt befinden. Und das wird auch dazu führen, dass die Menschen dann Krankheiten gar nicht mehr kennen. Dass Menschen anfangen, sich sogar selber zu heilen, weil sie in ihrem Körper wieder wohnen. Für die Heilung und für den Prozess des Nicht-Alterns, nicht mehr altern in dem Sinne, ist das Gefühl des Körpers, der Wahrnehmung unheimlich wichtig. Unser Geist ist der Schöpfer dieser Möglichkeiten. Aber er muss wieder Zugriff auf unseren Körper haben. Es muss sich miteinander wieder vereinen. Das heißt, ich stelle jetzt nicht, weil ich von einem Körper spreche, den Körper in den Vordergrund, sondern er ist einfach ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil unseres Seins in dieser Welt. Darum kann ich jedem nur raten, sich damit zu beschäftigen. Ja, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie fühle ich wirklich meinen Körper? Wie weit bin ich hier in diesem Körper zu Hause? Fühle ich mich wohl? Wie viele Krankheiten habe ich? Wie viele Wehchen habe ich? Das sind alles Dinge, die soll man ausloten und nicht durch reine, sagen wir mal, ärztliche Maßnahmen, die betäuben, in die Betäubung bringen. Das Symptom bekämpfen, ja. Für einen kurzen Moment eine Schmerzerleichterung zu haben, ist das ja okay. Spricht ja nichts dagegen. Aber sich damit dann sein Leben lang zu beschäftigen und immer wieder auf die gleichen Präparate zurückzugreifen, aber nicht das Wesentliche, den Kern zu erkennen. Damit gesundest du, wenn du das anfängst zu hinterfragen und zu begreifen. Dein gesunder Menschenverstand wird dann immer mehr sich auch durchsetzen. Und du wirst auch glücklich finden. Türen, die sich öffnen, wo du feststellst, ah, das habe ich zu tun, hier habe ich das zu machen. Aber dein Geist muss dazu offen sein und dein Wille muss auch sein, dass du deinen Körper wieder bewegst. Mit einer klaren Wahrnehmung. Haben wir so noch nicht angesprochen, finde ich aber auch deswegen interessant, weil es so wunderbar passt. Das ist eigentlich gut, dass du es angesprochen hast, weil es gehört ja wirklich unbedingt dazu. Ich meine, es ist ein weiterer Aspekt, den wir jetzt hier ansprechen, der dazu gehört zu dem Überbegriff, man entwickelt sich, man entdeckt Fähigkeiten oder entwickelt Fähigkeiten oder sie sind da und man entdeckt sie, ja, sagen wir mal so, und trainiert sie. Fällt mir sehr gut. Also muss ich ehrlich sagen, es ist auch bei mir auch Ernährung, Körperlichkeit hat sich bei mir auch geändert. Meine Bewusstsein dazu, meine Arztgläubigkeit habe ich abgelegt und Pharmagläubigkeit. Das heißt aber nicht, dass ich alles ablehne, aber ich da viel deutlicher hinschaue und mir viel mehr überlege, was ich zu mir nehme. Ja, sowohl Nahrung als auch, was ich sonst so an meinen Körper lasse, an Produkten. Um der Vollständigkeit halber, Mike, lass uns noch das dritte Thema kurz ansprechen. Das hatten wir, das war nochmal eine narrative, also lösen sie noch nicht ganz auf, aber sie knacken und knacksen. Ukraine, Ukraine, wenn man sich überlegt, was das für eine Kriegsbegeisterung war, gerade in Deutschland. Ja, jetzt sieht man keine Ukraine-Flaggen oder ganz wenige nur noch. Die stellten damals einen Panzer auf hinter den Linden, eine Straße in Berlin, wo die russische Botschaft steht, mit der Kanone in Richtung russischer Botschaft. Ja, das haben deutsche Behörden erlaubt, das muss ich auch mal überlegen. Und jetzt sind sogar republikanische, also
der Partei, der Republikaner, der amerikanischen Partei, Hardliner, die bisher immer fest unter ihnen standen, mittlerweile auch langsam am Umfallen. Finanzierung und wir müssen schauen, dass wir irgendwie rauskommen. Angeblich gibt es Geheimgespräche zwischen Amerikanern und Kiew und Russen. Da wird schon irgendwie im Hintergrund darüber verhandelt, wie man gesichtswahrend irgendwie auch das Ganze beenden kann. Ich meine, das Ganze ist natürlich, muss ich schon sagen, schaue ich unter dem Aspekt, wir haben hier irgendwie Leute da irgendwie versterben lassen. Ja, wenn die Zahlen stimmen, auf jeden Fall sind da irgendwelche Kampfhandlungen. Das zeigt mir aber auch diese übertriebene Begeisterung, die war ja auch nie echt. Ja, das, wie falsch das alles eigentlich von Anfang an war. Ja, Thomas, da kann sich doch auch wieder jeder fragen, der dann diesen narrativen Beifall geklatscht hat. Ja. Aus der normalen Schicht der Menschen. Customer. Well, I don't nicht von den Protagonisten, sondern von denen. Das sind ja, die haben das ja getragen, ja, mit der, genau. Die jetzt schau doch noch mal, da keine Walnüsse, wo man sich damals hergehört. Die man immer wieder vorholen kann aus der Kiste, wer hat was davon? Genau, das ist eigentlich immer die gleiche Frage, ja. Jetzt schau dir mal die Ukraine an. Was hatte die Ukraine von diesem Krieg? Die Ukraine, nicht die Protagonisten. Die Ukraine selbst gar nichts, nur Schaden. Naja, du sagst, sie hatte selbst gar nichts, nur Schaden. Sie hatte nur Schaden. Weil du genau, sagst, sie hatte natürlich nicht nur Schaden. Genau. Die Bevölkerung hat nur, hast du vollkommen recht, das Ganze sagen wir nicht sagen. Nur Schaden. Genau. Für die Bevölkerung, für die für Menschen, Land, die da leben, ja, und für das Land selbst, ja. Was hatten die Protagonisten davon? Alles. Doch Vermögen ohne Ende angehäuft, ne? Das ist so richtig bekannt. Sich bereichert, genau. So. Was hatte Russland davon? Russland, ja, wenn man jetzt oberflächlich betrachtet. Was hat Russland? Wie steht Russland jetzt für dich aus deiner Sicht da? Verstehe ich das nicht, dass ich dich unter Druck setze, einfach nur aus deinem Wissen, was. Also Russland geht aus meiner Sicht gestärkt hervor aus der ganzen Geschichte. Richtig gestärkt. So. Ja? Das war die Frage. Und wie sieht es wirtschaftlich aus? Wir sind isoliert weltweit, mehr oder weniger. Das ist das eine. Wie sieht es in Russland aus? Russland hat, glaube ich, Rekordwirtschaftsdaten. So. Ja. Wenn du nur das siehst. Und jetzt den anderen Punkt, was hatten wir, die Europäer bzw. die USA davon? Schlürfen hatte ich kurz. Also die Europäer haben nur verloren. Bei den USA ist mir noch nicht ganz klar, weil die haben die Energie uns abgeschnitten. Und wie stehen die finanziell da? Ja gut, das war aber, ja okay, das ist natürlich noch ein weiterer. Wie stehen die finanziell da? Desaströs. Wie stehen die vom Militär da? Auch, jetzt komme ich schon. Auch die, genau, der Ruf. Die NATO-Waffen. Was ist mit den NATO-Waffen passiert? Keine Wirkung. Jedenfalls nicht die vorhergesagt wurde. Wie hat Russland den Krieg geführt? Ist Russland in die Ukraine einmarschiert? Hat die gleich platt gemacht? Oder ist Russland in eine Abgriffsposition gegangen und hat sich erstmal verschanzt? Und angeschaut, was kommt denn da? Nee, und hat sich sogar. So, schauen wir uns das jetzt an. Irgendwie dann geht er noch. Aha, noch eine halbe Stunde. Bevor wir jetzt warten.